Hey YouTube, hier ist Pokebeat TV, mal wieder mit einer neuen Kategorie und zwar, bitte nicht knicken, danke. So heißt aber nicht die Kategorie heißt Fanpost-Trades. Wie ihr seht, habe ich hier einen Brief, auf den die Adressen ein bisschen unkenntlich gemacht sind. Hat seine Gründe, weil wir werden bestimmt in nächster Nähe mal ein Postfach haben, da könnt ihr uns dann Briefe schicken, Karten schicken, was auch immer anfragen, auf was ihr auch immer Bock habt. Zurzeit machen wir das eigentlich nur im ganz kleinen Stil. Also wenn ihr echt unbedingt einen Brief schreiben wollt oder so, lasst uns privat eine Nachricht da auf YouTube oder demnächst vielleicht auch sogar schon auf Discord. Mal gucken. Und dann werden wir darauf reagieren und uns mit euch in Verbindung setzen und mal eine Adresse ausgeben. Es läuft jetzt gerade wie folgt in diesem Video. Es wird relativ kurz sein, aber einfach mal gucken. Wir haben hier von Auriceros TCG, ich sag den Namen immer falsch, Auriceros TCG, haben wir hier einen Trade-Brief, da hat er uns noch eine Nachricht dazu dagelassen, dass wir doch exakt das machen sollen, was in diesem Brief steht. Ich bin auch richtig gespannt, was du da rausgefummelt hast, Auri. Ja, ich bin echt gespannt. Ganz, ganz cooler YouTuber aus der Schweiz, schaut euch mal seinen Kanal an. Mega coole Unboxings, coole Pulls, macht das auf eine total geile Art und Weise, gefällt uns, haben wir auch abonniert, top. Es läuft wie folgt, ich werde diesen Brief öffnen und wer von euch Kinder zu Hause hat, der kennt das, ich habe jetzt was in der Hand und der hier neben mir sitzt nichts, also wird der ein bisschen traurig, also habe ich noch kurz zwei einzelne Booster-Packs schnell hier beim Kiosk besorgt, die wird Bruder jetzt da gleich nochmal schnell so nebenbei aufmachen. Als allererstes aber das eigentliche Herzstück dieses Videos, der Brief. Man muss dazu sagen, dass es ein Tausch war. Ja, es war ein Trade. Und dann ist irgendwie daraus geworden, macht exakt das, was da drin steht. Ich hoffe jetzt, ich bin sehr gespannt, was da jetzt drin steht. Muss ich ehrlich sagen. Wir werden dann natürlich auch gleich unsere Trades hier noch vorstellen. Ach du Scheiße. Cool. Also das Ding ist leer. Leer. Dead empty. Nicht wegwerfen. Nicht wegwerfen, ihr braucht das noch. Zuerst Brief lesen, dann öffnen. Steht noch was auf der Rückseite? Ja, aber ich glaube, das hier ist der. Warte. Was ist denn jetzt das Erste? Dreh mal um. Nee, also. Nicht wegwerfen, ihr braucht das noch, zuerst den Brief lesen. Aber okay. Was ist jetzt der Brief? Ich glaube, das hier. Das. An Pokebeat TV, hi und ciao, das war mein Brief. Weiß nicht, was ich schreibe. Geiler Typ. So, jetzt öffnen. Ist das alles so verklebt? Yeah! Okay. Also, ich lese mal ganz kurz vor. Hallo Pokebeat TV, wie geht es euch so? Uns geht's sehr gut, danke der Nachfrage. Wir hoffen, dir geht es auch gut. Freut mich, dass ich euer erster Tauschpartner sein darf. Ihr macht super unterhaltsame Openings, weiter so. Vielen Dank oder danke für den Tausch. Liebe Grüße, Auriceros TCG. Hier steht der Name nochmal richtig. Wir werden es aber auch verlinken. Wie gesagt, lasst ein Abo da für den Auri. PS, sorry, ich konnte die Karten nicht in den Toploader reinlegen. Zuerst die Aufgabe lösen, bevor ihr die Karten anschaut. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Aber vielleicht ist es das jetzt die. Also, wir haben jetzt ja zuerst den Brief gelesen. Genau. Dann machen wir das. Ja, dann machen wir doch. Weißt du was? Wir machen jetzt das hier einfach auf. Ihr braucht das noch zuerst. Aufgabe. Das rosane voll. Auri, du Verrückter! Auri, du weißt schon, dass Bruderherz in der Chemie arbeitet und da gibt es bestimmt noch viel, viel kompliziertere Worte als das hier. Du willst es jetzt mir rüberschieben, oder? Und wir machen dich platt. Okay. Das rosane Vorlesen. Dann machst du eins, dann machst du zwei und ich mach zwei. Also hier steht Punkt. Lumbricales 1 bis 4. Du machst das. Interosse dorsalis 1 bis 3. Okay. Interosse planetaris 1 bis 3. Und Ziele für die Woche. Pokebeat TV. Benennen Origo, Insertio, Innervation und Funktion der Woche 8. Behandeln Muskeln korrekt und ohne Hilfsmittel. What? Also hier steht schon, danke, ihr habt es geschafft. Ich hoffe, das war jetzt auch die Aufgabe, dass wir das... Geil. Das ist richtig geil. Das war echt gemein, also, aber es war auch echt cool. Hier, ne? Auri, das nächste Mal, wenn wir einen Tausch machen, dann lassen wir uns für dich was richtig Schönes einfallen. Ja.
Geiler Typ. Also hier steht, man sieht es nochmal, Tausch. Ja, sollen wir jetzt den Tausch zeigen, die Aufgabe lösen? Ich weiß es nicht. Weißt du was, wir machen jetzt, wir zeigen jetzt erstmal die Trade-Karten. Nee, mach mal hier hoch. Ja, hier steht Aufgabe lösen. Ja. Aber die Aufgabe ist ja gelöst. Nee, warte mal, mach mal auf. Ich glaube, er hat sich noch was ausgedacht. Vor allem gesagt, nicht wegwerfen, ihr braucht das noch. Also, ihr seht, die Spannung steigt, wir haben überhaupt gar keine Ahnung. Erstmal eine mega cool designte Autograph-Karte. Geil. Finde ich cool, kommt auch definitiv in unseren Ordner. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was da jetzt noch so drin ist. Es könnte sein, dass da unsere Trades sind oder sonst irgendwas. Da ist auf jeden Fall ein Impagator. Ein cooles Impagator. Mhm. Also entweder sind wir saudumm. Hat das irgendwas damit zu tun? Nee, ich glaube nicht. Irgendwas? Nee. Mach mal weiter. Oh. Das hat wirklich nichts damit zu tun? Nein, das ist schon... Oh. Oh. Das war übrigens eine unserer Trade-Karten. Cool. Dann schauen wir jetzt noch in den zweiten Stack rein. Das waren ja die eigentlichen Tausch, da wo Tausch drauf stand. Genau. Mal gucken. Wir hatten uns ein paar GX, EX-Karten hatten wir uns ja gewünscht. Und ja. Ich fange mal mit der hier an. Das ist doch irgendwie so eine... Ein Snowball. Geil. Unser Wunsch, Loserdin, das wir unbedingt haben wollten. Oh. Lunala GX aus Sonnemond Base Set. Oh. Felinara EX. Und das Magma. Das ist nur als Schutz für die Karten gewesen. Aber im Endeffekt waren unsere vier Trade-Karten waren ja diese hier. Wow. Ja. Auri, vielen, vielen Dank für diesen verdammt coolen Tausch. Absolut. Das hat einen mega Spaß gemacht und das machen wir mit Sicherheit wieder. Es war zwar ein wenig verwirrend, weil ich... Also ich, ja, vielleicht war wirklich nur die Aufgabe, dass wir uns hier live auf YouTube zu Idioten machen, indem wir ganz offensichtlich Lateinbegriffe komplett falsch aussprechen und vorlesen. Wir hoffen trotzdem, dass es dir, Auri, Spaß gemacht hat, uns so zu demütigen. Hier, und jetzt aber eins möchte ich jetzt noch von dir verlangen. Und zwar, wenn du das Video gesehen hast, hack mal bitte in die Kommentare, ob wir das richtig vorgelesen haben, wie ein verdammter Arzt. Ja. Dr. Pokebeat. Nicht wegwerfen, ihr braucht das noch. Das werden wir auch definitiv nicht wegwerfen. Das kommt in unsere Hall of Fame in den Schrank. Das ist unser allererster Trade gewesen. Das war unser erster Trade. Sau cool. Wir sind mega happy, mega zufrieden. Du hast das super geil verpackt. Nichts ist im Arsch an den Karten oder so. Alles perfekt. Ja, und jetzt darf der kleine, motzige Bruder noch schnell zwei Packs öffnen, damit das auch hier ein bisschen was mit dem Unboxing groß zu tun hat, so was OVP-Artikel angeht. Mega geil. Cool. Ich hab so eine Idee, muss erstmal kommen, ey, du Fuchs, ey. Da werden wir uns rächen. Ja. Geil. So, es geht los mit einem Frobalia Quapuzzi, ein Marekek, Traumato, ein Krabox, ein Ganuvil, Alola Mauzi, ein Pepek, die Reverse ist ein Aranestro und die Rare ein Brokkolos in Holo. Yay! Yay! Geht ja gleich mal schön weiter hier. Ja. Das war jetzt Stunde der Wächter. Genau. Was denn? Ich komme nicht auf den Brief klar gerade vor. Der ist super, super cool. Metang, ein Wahlband, Feldgebläse, Molunk, Velursi, Flagmon, ein Lusadin, Nasgnid, ein Mashok in Reverse und die Rare Impact ist ein Kurelei. Double Holo. Cool. Ja, hast du doch hier zwei aus Packs, zwei Holos. Packs, zwei Holos gezogen. Super. Geil. Ja, aber wie gesagt, das ist absolut nebensächlich. Das eigentliche Highlight genau, ist ja das hier. Ist das Video. Geil. So. Ja,
Das war mein Brief, weiß nicht, was ich schreiben soll, von Auri. So, ihr braucht das, zuerst den Brief lesen, dann öffnen. Wir haben das schon in der richtigen Reihenfolge gemacht, habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Ich glaube auch. Super cool. Ja, liebe Leute, was sollen wir sagen? Das war es jetzt auch heute schon mit unserem ersten Cards per Mail. Es hat einen riesigen Spaß gemacht, nochmal an dieser Stelle. Auri, vielen Dank für diesen verdammt coolen Brief. Das nenne ich mal wirklich kreativ. Ja, definitiv. Und wir werden uns rächen. Ja, ja. Vergiss das nicht. Ja, und ansonsten bleibt jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Schaut vorbei. Und ansonsten lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen runter, wenn nicht, das ist auch okay. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche. Haut rein, peace out und ciao. Ciao.